back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 im Jubiläumsmodus. Gestern hatten wir den Alpine A110, heute geht's nach Sanremo mit dem, wie heißt das Ding nochmal? Stratos. Lancia Stratos. Mittelmotor, Heckantrieb, das wird verrückt. Munari in Sanremo. Die Rallye Sanremo ist eine der Pionier-Rallyes des Sports. Die ersten offiziellen Veranstaltungen gehen auf die 1920er Jahre zurück und waren die ersten reinen Schotterrennen der Vorkriegszeit. Schon mal was gelernt. Die ersten Schotterrennen gab es in Sanremo. Zur Halbzeit der Saison 1974 hatte Lancia gerade seinen Stratos homologiert. Im Gegensatz zu seinen Serienkonkurrenten war der Stratos das erste Auto mit Mittelmotor, Vorder-Hinterachse und Heckantrieb. Habe ich ja gerade gesagt. Das für den reinen Rallye-Sport gebaut wurde. Was wird passieren, wenn Sandro Munari hinter dem Steuer sitzt und in seinem Heimatland antritt? Spoiler, er wird Erster. Hey, neues Bild, gleicher Text und unten sehen wir Pilot und Co-Pilot. Sympathisch. Und rein, würde ich mal sagen. 7 Kilometer Spaß. Übrigens, ich habe versucht, wieder ein bisschen was herauszufinden oder ein bisschen Videomaterial zu finden über die 94er Sanremo Rallye. Ich habe nichts gefunden. 94 gibt's nicht. Außer sehr viele WRC10-Videos zum Jahre 94 gesagt? Ich meine natürlich 74. Aber da der Stratos 74, 75 und 76 an den Start ging, by the way, erfolgreich, 3 Jahre hintereinander den Titel geholt. Also damals gab es keine Fahrertitel, sondern nur den Konstrukteurstitel oder den Markentitel. Und das, naja, hat Landstadt 3 Mal hintereinander geholt und 3 Mal hintereinander mit dem Stratos. Aber es gibt 2 tolle Videos, obwohl, nee, eigentlich nicht so toll, wenn man die letzten 2 Videos der gestrigen Folge sich nochmal antut. Aber egal, wird jetzt alles oben rechts verlinkt, rein mit dem Schinken, mit dem 75- und 76er Jahrgang und rein mit dem Stratos. 3, 2, 1, wir sind unterwegs. 50, Achtung, links. Rein in das Menschenmeer. Und links 3 in rechts 2. Und links 3 kurz und rechts 3 macht zu. Ah, schöne gelbe Scheinwerfer, das liebe ich. Ich bin kein großer Fan von den aktuellen Scheinwerfer-Generationen. Also klar, neu ist immer besser. Aber dieses gelbe Racy-Licht, das ist für mich viel cooler als das weiße oder sogar leicht bläuliche Licht. Aber halt nur, wie gesagt, nur bezogen die Debatte auf Rennautos. Serienautos ist halt komplett was anderes. Links 6, 50. Links 5, kurz 80. Achtung, links 5 in Tunnel und rechts 4 lang. Achtung, links rechts 4 Abzweig und links 5 kurz, in rechts 5 kurz nicht schneiden. In links 6 schneiden, 100. Links 3 mittel, in rechts 4 nicht schneiden. Links 4 macht zu, mittel in rechts 5 kurz 50. Rechts 5 80. Achtung, scharf bremsen, scharfe Haarnadel links, Verengung. In links 3 kurz. Und Haarnadel rechts nicht schneiden. Links 3 innen halten, rechts 2 nicht schneiden. Oh, der lenkt ein. Mega. Und links 2 macht auf. Rechts 3 macht zu kurz, in links 3 30. Achtung, scharf bremsen, rechts 4 kurz, in H-Nadel links mittel macht zu, in rechts 3 innen halten, links 4 Baum innen, in rechts 3. Und links 4 lang macht zu, in rechts 4 nicht schneiden. Und
links 3 kurz und rechts 2 lang 30. Links 3 kurz, in rechts 4 macht zu, 3 nicht schneiden, 30. In links 4 macht zu und links 3 macht zu. In links rechts 2 nicht schneiden, macht auf, lang. In rechts 3, 50. Oh mein. Eine bisschen breitere Straße. Links 3, mittel 120. Boah, fast bei der etwas breiteren Straße eingeplankt. Rechts 5 kurz, 80. Links 4 Verengung, in rechts 5 nicht schneiden. Und links 4 in rechts 3 und rechts 4 kurz. Und links 3 in rechts 6 Verengung, Mauer innen Verengung. In rechts 5 kurz, in links 4 innen halten, rechts 4. In links 6 macht zu 4 und rechts 3. Und rechts, links, 4, 50. Achtung, scharf bremsen, scharfe Haarnadel rechts, in links, 1, mittel, 30. Rechts, 4, nicht schneiden, 70. Rechts, 3, Verengung, in rechts, 3, in links, 4. Oh, hier ist nicht gut bremsen. In links, 2, mittel, 30. Links 3 und rechts 4 lang, macht zu, Verengung. Und rechts 5 kurz, 30. Rechts 4, Mauer innen, 30. Achtung, links 1 mittel, 30. Rechts 3 in rechts 3, macht zu. In links 3 innen halten, rechts 4 und links 5, Verengung. Rechts 5 nicht schneiden, 100. Haarnadel links, 80. Ich will's nicht jinxen, aber es ist ein solider, kontrollierter Run. 50. Haarnadel rechts nicht schneiden. Und links 3 innen halten, rechts 4. Links 6 in rechts 5 und Ziel. Trophäe erhalten, nostalgisch. Was muss man denn dafür machen? Gewinnen Sie ein Jubiläumsevent. Haben wir das letzte nicht auch gewonnen? Oder hat das nicht gezählt? Warum hat das letzte nicht gezählt? Ihr wart alle dabei. Alle. Ha. Aber was ist denn so mitgefahren? Das ist auch immer das eine der interessanteren Sachen, wenn man mal im Ziel ist. Ein Opel Ascona. Wo ist Walter Roll? Ich glaube, der kam. Ich weiß auf jeden Fall, er war 1976 dabei mit dem Opel. Aber 74 weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Was heißt wirklich nicht? Würde ich es wissen, hätte ich es vor 70 Folgen schon gesagt. Porsche 911 war dabei. Mega. Achso, by the way, Glückwunsch, Sie haben das hier erreicht. Wir mussten 6 Minuten fast glatt fahren. 6 Minuten 4 oder sowas. Was war denn jetzt unsere Zeit? Steht das hier irgendwo? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, 100 XP. Wir können eh nicht mehr XP kriegen nach Level 80. So, komm mal, und was ist jetzt der große Text mit hier? Krass, wieso ging es weiter? Der letzte Text hat ja geendet mit hier. Oh, was passiert, wenn der Heimfahrer in seinem Heimatland Heimsachen macht? Oh, ein kurzer Text. Munari in Sanremo. Im zweiten Jahr der Meisterschaft gewann Lancia den WRC-Herstellertitel. Das meine ich vorhin mit. Es gab keine Fahrersiege, sondern es ging wirklich nur um den Herstellertitel. Und den hat Lancia 74, 75 und 76 halt immer geholt. Also dreimal hintereinander. Gut, wo ging es jetzt weiter? Dies war der erste von vielen. Der italienische Hersteller gewann insgesamt 10-mal. Der Lancia Stratos war das erste Auto hinter diesem unglaublichen Rekord. Er gewann Rallyes bis 1981 mit seinem Sieg bei der Tour de Corse. Nice. Wo geht's jetzt morgen weiter? Ich kann nur X drücken, ne?
Yes. Ups. Yes. Nee, das hatten wir doch schon. Das hatten wir schon. Hier geht's weiter. Hier drücken wir erst morgen X. Ist das der Walter Röll-Bolide? Ich lese den Titel Nebel in Arganil und weiß eigentlich schon direkt, yo, das wird wild. Das kann nur einer sein. Oh, das wird morgen super. Leute, das wird morgen super. Von daher würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.